Herr Präsident, meine Damen und Herren, viele, die eine Schule besucht haben, kennen es. Blau machen, sausen lassen oder schwänzen. Sicher haben einige hier schon mal einmal als Schüler eine Stunde mutwillig versäumt, weil das Treffen mit den Freunden wichtiger, der Unterricht besonders öde und langweilig oder eine Reihe Freistunden ein gutes Argument für frühzeitigen Feierabend war. Mal jugendlich leichtsinnig sein, mal eine Stunde versäumen, dafür den Ärger mit den Eltern und gegebenenfalls die schlechte Zensur kassieren. Das sind bekanntlich Dinge, die häufig zum Erwachsenwerden dazugehören. Und wenn dieses Eingeständnis vielleicht nicht besonders pädagogisch wertvoll ist, so ist es allemal Realität. Realität ist aber auch, dass mehr und mehr Schüler systematisch und vor allem regelmäßig dem Unterricht fernbleiben. Dass sich etliche Eltern offenbar nicht um den Schulbesuch ihrer Kinder sorgen, vielleicht gar nichts von ihrem Bildungsweg verstehen. Von regelrechter Schulverweigerung ist häufig die Rede. Und besonders bei jüngeren Schülern sind die Eltern mit in die Verantwortung zu nehmen. Steigend sind die Zahlen von Schulpflichtverletzungen. Im Bezirk Düsseldorf waren es alleine 3.008 gemeldete Fälle im Jahr 2023. In Gelsenkirchen meldete die untere Schulaufsicht ganze 516 Fälle. Und wer sich erinnert, weiß, dass bereits ein Jahr zuvor etliche Jugendbanden die Stadt während der Unterrichtszeiten heimsuchten, Rentner ausraubten und aggressiv pöbelnd die Schulwege unsicher machten. Doch selbst diese Zahlen sind nicht zuverlässig. Denn letztendlich kommt es darauf an, ob Schulleiter bzw. Schulen auch jeden Fall dokumentieren und anschließend zur Anzeige bringen. Statt in gut gemeinter Milde oder schlichtweg Angst vor der Reaktion der mitunter kulturfremden Elternschaft nachsichtig sind. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich immens. Bevor ein Schulpflichtverstoß gemeldet wird, gibt es etliche gut gemeinte Ansprachen, pädagogische Gespräche und Elterntermine. Aber besonders Schulen in sozialdemografisch benachteiligten Brennpunkten haben mit regelrechtem Widerstand aus der Eltern- und Schülerschaft zu kämpfen. Armutszuwanderung und bildungs- und kulturferne Familien mit geringem Interesse am Bildungserfolg ihrer Kinder machen es den bildungswilligen und motivierten Schülern schwer, indem sie die Kapazitäten der Schulleitung und Lehrer überreizen. Die Konsequenz daraus ist, dass alle Schüler unter den Auswirkungen wie Unruhe und Störungen im Unterricht, überforderte Lehrkräfte, steigende Burnout-Zahlen und damit verbundene horrende Ausfallzeiten leiden. Doch klar sollte sein, wer am Bildungserfolg seiner Kinder interessiert ist, sorgt für einen geregelten Schulbesuch. Und offenbar sehen das manche Familien ganz anders. Dort sind Kinder lediglich ein Mittel, um den Sozialstaat zu schröpfen. Das sehen wir bei den missbräuchlichen Kindergeldanmeldungen, die jüngst in Duisburg bekannt geworden sind. Und dabei dürfte sich wahrscheinlich nur um die Spitze des Eisberges handeln. Stellenweise liegen nicht einmal Zahlen vor hierzu. Mein Heimatkreis Warendorf zum Beispiel lieferte überhaupt nichts zu den Nachfragen zu den beantragten Zwangszuführungen und oder zu den Fällen von Schulabsentismus allgemein. Da klaffen riesige Lücken landesweit. Und da ist es auch an der Zeit, dass endlich mal, und deshalb auch unser Antrag, die Landesregierung aktiv wird und endlich hier Statistiken führt. Meine Damen und Herren, da ist die Landesregierung in der besonderen Verantwortung, auch ermutigend und unterstützend auf die Kommunen und letztendlich auf die Schulleiter einzuwirken, dass sie diese Fälle auch konsequent melden. Und die offenkundigen Probleme an den Bildungseinrichtungen dürfen nicht aus Sorge vor Rufschädigung oder gar Repressionen durch Eltern in den Hintergrund treten. Das Ministerium und hier auch Frau Feller ist in der Pflicht, sich nicht in Schönreden der Sachlage zu verlieren, sondern hier klar eine Statistik zu erheben und Mut zur Wahrheit zu zeigen. Frau Ministerin, geben Sie den Schülern, die das Interesse an ihrem Bildungsweg verloren haben oder denen die Chance zu einer erfolgreichen schulischen Ausbildung genommen wurde, durch beherztes und konsequentes Eingreifen ihre Zukunft zurück. Vielen Dank.